Willkommen bei Math in the City. Ich bin Xenia und heute stellen wir euch etwas über den Bockfels vor. Ich habe zwei Herren eingeladen, die uns etwas über den Bockfels erklären. Bitte schön, ihr beiden. Hallo, mein Name ist Kevin. Hallo, und mein Name ist Gabriel. Seit ihrer Entstehung liegt die Stadt an einem Knotenpunkt wichtiger Verkehrswege. Im Tal der Alzette, nördlich der Stadt Luxemburg, ist eine Ansiedlung aus der Römer- und der Merowingerzeit belegt. Das Gebiet von Weimarkirch entwickelte sich früh zu einem wirtschaftlichen und religiösen Zentrum. So, machen wir an anderer Stelle weiter. Durch einen Tauschakt mit der Abtei St. Maximilian in Trier erwirkte Graf Siegfried im Jahr 963 den strategisch günstig gelegenen Bockfels. Siegfried war der, der diesen Bockfels gekauft hat und eine Burg darauf errichtet hat. Machen wir weiter mit dem Alter der Burg. Die Burg wurde 1963 vom Graf Siegfried errichtet und wurde erst 1963 detruiert, sozusagen nur noch Teile der Burg sind zu sehen. Wie hier eine Mauer der Burg zu sehen. Auch da. Hier steht Zeitler de Complaints, Legat of Vestigia Prisca. So, ich weiß nicht alles, aber übersetzt bedeutet Zeigler Dekamp, das 10. Jahrhundert, und Urbs, die Stadt, und der U ist im Lateinischen wie ein W, wie ein V. Noch ein kleiner Hinweis, hier unten, wie ihr seht, ist die Alzette, auch in Luxemburg genannt Urzicht. Auch eine kleine Brücke, und ja. Ich bin Benjamin, wie ihr hier seht, liegt der Bockfelsen 100 ziemlich hoch. Das ist, um den Feinden es schwieriger zu machen, die Burg einzunehmen. Der Bockfelsen liegt bis zu 45 Meter hoch, ungefähr, und hat eine Maximallänge von 85 Meter. Von Kevin, Gabriel, Benjamin. Hallo. Und mir Xenia für LCD Vision. Und das war's. Und es hieß Matt in the City. Und wir danken den Lehrern, die uns das ermöglicht haben, hier zu filmen. Und tschüss! Tschüss! Tschüss!